Jetzt müsste man mich hören können. Jetzt müsste ihr mich auf jeden Fall hören gerade. Du hast auch noch kein Bild. Das ist natürlich auch nicht so gut. Das Bild ist da von Mario Maker, also bei mir. Ja, das soll ja auch so sein. Werdet ihr wahrscheinlich keine Ding haben. Das liegt daran, es rauscht sehr. Gegen das Rauschen werde ich vermutlich nicht wirklich viel machen können. Das wird wahrscheinlich ein Problem sein. Ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich keinen Rauschentferner, oder? Ich kann es nochmal so machen. Ich spiele mal ein wenig an den Einstellungen rum. Wenn es ein wenig besser ist, sagt mir bitte Bescheid. So. Bild fehlt noch, Drache. Bild müsste eigentlich da sein. Das war besser, aber leise. Ich weiß nicht, ist das jetzt besser? Oder hört ihr mich jetzt zu laut? Nur links. Ja, das liegt daran, dass es ein Mono ist. Wartet. Jetzt hallo? Ist es jetzt besser oder nicht? Nee, nur links und rauscht. Ja, dann kann ich damit leider nichts machen. Das liegt am Mikro, Leute. Das ist leider bloß ein Monomikro. Das war schon immer bloß ein Monomikro. Ja, Leute. Dann ist die Frage, was man machen dagegen. Weil ich kann nichts anderes dagegen machen. Ich habe keine andere Einstellung dafür. Ist es jetzt besser? Ja, jetzt geht's. Ist besser. Okay. Komm ich runter? So, dann müsste es jetzt besser sein. So ist gut. Okay. Na gut. Ja, dann spielen wir ein bisschen Mario Maker. Ich weiß nicht, ob es ruckelt oder nicht. Das müsste man halt sagen, was Sache ist.
Man hört dich sehr schlecht. Machst du Cam heute nicht an? Kann ich nicht, weil ich in einem anderen Programm streame. Weil ich mit der Konsole spiele. Was ist denn da bei Twitter schon wieder los? Keine Ahnung, interessiert mich einen Scheißdreck. So. Bisschen rumspielen. Geht voll ab. So. Zeit ist abgelaufen. Wieso so gereizt? Ich bin nicht gereizt. So, ich weiß nicht, was wir jetzt genau machen. Wir können mal ein bisschen. Ich kann mal ein bisschen eine Map bauen. Und dann würde ich erst einmal. Bam! Komplett neu. Neue Mitteilung. Ich habe nämlich. Das erste wurde gespeichert. Ansehen. Ah, meine Map wurde gespeichert. Bitte warten. Du kannst dir jetzt die Seite woanders in einem Level gescheitert sind. Ah ja. Okay, da habe ich kein anderes Bild gehabt anscheinend. Wir können ja einfach mal mein Level machen. Das habe ich mir vorhin. Es ist kein besonders gutes Level, aber ich habe mir das vorhin nochmal so zurechtgelegt. So. Ja, und dann haben wir noch eine Feuerblume drinnen. Vielleicht ein bisschen krass am Anfang direkt eine Feuerblume. So. Und muss ich gucken. So, hier. Wenn man die Wolke nicht hätte, könnte man jetzt halt mit dem Ding hier wieder rauskommen. So. So, das da unten ist nur Zierde. Hier könnte man natürlich drauf gehen, wenn man den Stampfer macht. Aber das machen wir mal bewusst nicht. Achso, da kommt man nicht weiter, genau. Ja, so viel dazu. Bin in meinem eigenen Level verreckt. Das zeigt doch, dass das Level gut ist. So, dafür hängt das Spiel nicht. Also beschwer dich nicht. Das Spiel hängt nicht, das ist ja geil. Nein, jetzt wollte ich mir eigentlich das Ding holen. Das Power-Up. Vielleicht muss ich an dem Level noch mal ein bisschen was laufen. Na gut, da kommt ja schon der nächste und die Feuerblume. Wenn schon, denn schon. Achso, die kommt, wenn ich da oben stehe, ne? Juhu! So. Eigentlich hatte ich da noch vor, einen Ding zu machen. Eigentlich hatte ich da mal vor, einen P-Switch zu machen, aber ich hatte noch keinen P-Switch zu dem Zeitpunkt. Kleine Lags zwischendurch, aber sonst GG. Okay. Hi Drache, servus. So, wenn man die Pilze am Anfang nicht mitnimmt, oder nicht mitnehmen kann, dann kann man sich im Normalfall holen. So, und bam. Aber da kommen nur Pilze raus, das ist dann der Nachteil daran. So, jetzt bin ich wieder klein. Macht aber nichts. So, jetzt können wir mal wieder das Ding fliegen. Juhu, Wolke. Boah. Gut, dafür brauchen wir es zwar eigentlich nicht. Da kommt der Blooper raus, verdammt. Wieso keine Cam? Weil ich heute mit einem anderen Programm streame. Vereinzelte Lags werden da schon vorkommen, das ist jetzt nicht das Thema. Nein! Also
Also irgendwie bin ich gerade selber so blöd, mein eigenes Level zu spielen. Ernsthaft? Ich bin echt awesome, oder? Wieso keine Cam? Weil ich, wie gesagt, ich... Oh, Hilfe! Ich streame heute... Ich streame heute mit meinem... mit meiner Elgato. Und da ist nun mal keiner dabei. So, wichtig, hier darf man jetzt nicht reinfallen, sonst kommt man einmal raus. Hilfe. Oh, da habe ich auch einen Fehler gemacht. Okay, da kommt man auch nicht mehr hoch. Habe ich auch verplant. Na gut. Das sind halt so gemeine Fallen, ne? Autsch. Feuerblume. Doch auch mal was Feines hier, oder nicht? Das muss doch auch mal sein, oh yeah. Warum stirbt der da? Okay, ich bin gerade so mein eigenes... Oh Mann. Danke für die Information, richtig gemein. Was gemein. So. Egal, machen wir mal, ich verrecke meinem eigenen Level, das ist unglaublich. Ich bin darauf vorbereitet gewesen, überhaupt zu streamen. So, mal sehen. Machen wir mal Level aus aller Welt. Das sind doch auch mal richtig nice Level. Da freue ich mich jetzt doch drauf, das ist doch mal richtig geil. So, weil du runtergefallen bist. Was bin ich? Achso. Ja, ist gut. Ich weiß. Levant. Oh Mann, warum ist das denn so? Oh Mann, das macht auch Sinn. So. Ab ins erste Level. Und was zur Hölle? Okay, das ist ein Level aus Japan anscheinend. Ach du Kande. Okay, ich vermute mal, im anderen ist ein Stern. Was? Ach, das ist da muss man den Pilz mitnehmen. Das ist ja gemein. So. Was? Nein! Okay, das kann ich schon wieder vergessen. Okay, da verrecken viele. Komm schon, komm schon, komm schon! Kann man das überhaupt schaffen? Das ist wahrscheinlich ganz exakt ausgerechnet. Da muss ich jetzt überlegen, wie ich das am besten mache. Was? So. Okay, das ist extrem gemein, das Level. Was? Ach komm. Oh, sowas Gemeines. Ist der Pilz in die falsche Richtung gerannt. So Leute, es reicht. Wenn ihr euch nicht aus, was? Ihr Idioten. Was? Nein! Ach so ein Mist, ey. Okay, ich probiere jetzt mal was aus. Das kann ja echt nicht wahr sein, ey. Wie soll man das bitte schaffen? Aber das geht ja eigentlich fast nicht. Hä?
Ach, das geht jetzt. Oh, ich bin gleich. Toll, ich bin verreckt, habe einen Pilz gekriegt, bevor ich verreckt bin. Wir haben jetzt gedacht, wenn man da runterjumpt, vielleicht funktioniert ja das. Das ist ja richtig, das ist so ein richtiges Kaizo-Level. Das ist so ein richtiges Kaizo-Level, Leute. Ja, das war klar. Ach, leck mich doch am Arsch. Aber ich nehme noch, die Viecher mit. Das ist gemein, wie soll man das schaffen? Ich check's nicht. Das kann man doch gar nicht schaffen, oder? Strategie gleich null. Willst du mich verarschen? Ich bin doch voll in den Blitzen eingerannt. Okay, wartet mal. Okay, ich hab zumindest schon mal das Ende gesehen. Okay, jetzt kapiere ich, wie man das machen muss. Auf die Idee hätte ich auch gleich kommen können eigentlich, so hohl wie ich bin. Wieder mal typisch. Herzlichen Glückwunsch, ich hab's geschafft. Und noch so ein geiles Ding mitgenommen. Yay, yeah, ist das geil. Na, das ist doch mal schön. Schönes Ding, du. Mal einen ganz heimlichen Schluck trinken. So, ob wir die 100 Level wieder voll bekommen. Was zur Hölle? Hä? Wieso bin ich aufs Gold? Was? Alter, das ist ja voll gemein. Ja. Der will mich wohl verarschen. Alter, ist das gemein, das Level ist ja richtig fies, ey. Na komm schon. Alter! Das ist gemein, das Level, Alter. Da muss man echt... Nein! Nein! Ey, komm schon, man kann halt auch überhaupt nicht steuern, ne? Sure. Das ist voll gemein, das Level. Mein Kabel, was ich hier hab. Verdammtes Kabel.
Mal sehen, wo es dahin geht. Ein Halbzeitlevel sogar. Cool. Was war das? War das ein Helm? Oh, da geht's rein. Das ist halt immer so die Sache. Oh, ich hab ganz vergessen, ich hab gar keinen. Ah, ich hab gar nicht gesehen, dass da Dinge sind. Hilfe! Sehe ich das gerade richtig? Läuft da gerade ein Geist? So. Oh Mann. Läuft der Stream wenigstens halbwegs? Ohne große Lags? Clackburger? Oh, mein Lieblingsland. Hust. Dann schauen wir doch mal, wo es hier lang geht. Oh, da geht's nach oben. Oh Mann, was ist da schön. Hallo, geht's rein? Nein, geht's nicht rein. Bunde. Bunderegen wie Sau. Ich hasse kleine Bunde. Nein! Wie kann man da drüben verrecken? Das ist richtig gemein. Ach, Menno. Ja, nur mal ein Stunt hingelegt für euch hier, euer. Achso, wegen dem Viech da unten. Dann geht's hier weiter. Dann schauen wir doch auch mal doch gleich zu. Geht's gerade runter? Und wo geht's hier hin? Also es sind echt schöne Level dabei. Ich finde es cool, dass die das endlich gemacht haben. Ich meine, die Kaiser-Level und sowas, da gab es ja schon lange was mit dem Luna-Programm. Was für ein dummer Gumba. Ja! Was für ein dummer Mario, der da gegen einen Block springt, wo eine Schildkröte drin ist. Ach ja. So, vielleicht kann man es ja jetzt mal wieder riskieren. Splatoon, können die ja auch noch zocken nachher. Oder wie sieht's denn aus? Habt ihr mal Lust? Soll ich mal Hyrule Warriors zocken? Das habe ich ja auch mal als Let's Play gemacht, aber da konnte ich ja nicht weitermachen, weil das Programm die ganze Zeit gesponnen hat. Ach du Scheiße. Da steht jemand auf Bloopers. Nein! Hilfe! Weg da! Oder die heißen noch Bloopers, oder? Ich glaube, die heißen Bloopers, die Dinger da. Uah! Uah! Hilfe, da wäre Feuerblume gewesen. Wäre auch zu schön gewesen. Oh. Oh mein Gott, ich glaub's nicht, dass ich da durchkomme. Alter. Ich glaub's nicht, dass ich da durchgekommen bin. Ohne zu verrecken. Aus Großbritannien. Hey Drache, sind das offizielle Level? Das sind offizielle Level aus dem Spiel, ja. Hilfe! Boah! Auf die Draufspur, okay. Wusste ich jetzt noch nicht.
Das sind offizielle Level, weil es ist ja das Mario Maker Level. Also das ist ja, das ist ja das Mario Maker, was ich hier gerade spiele. Achso, ich kann da nicht drin. Oh Gott! Hilfe! Was? Nein! Fisch! Nabend! Nabend! Alter, was mache ich denn da? Nein! So viel zum Thema. Das sind von Usern gemachte Level. Glaube ich zumindest. Doch, ja, das sind von Usern gemacht, weil ich bin im 100er drin. Das ist doch auch mal richtig nervig, oh Mann. So, noch nichts, für nichts in der Welt. Oh, bloß weg hier. Also das sind auf jeden Fall von Usern gemachte Level. Weil ich bin in diesem 100er da drinnen, wo man die ganzen Level mit drinnen hat von verschiedenen Usern. Das sieht man ja auch immer, wird ja auch immer angezeigt. Oh Gott. Was? Ach, wisst ihr, es ist wieder so ein Level, wo man bloß drinnen stehen muss. Das ist geil. Solche Level mag ich. Level, in denen man bloß... Was? Okay. Mich getäuscht? Hä? Hätte ich da nicht einfach stehen müssen? Oder hat er da einen Fehler gemacht? Warte mal, ich bleib mal einfach stehen. Machen wir gar nichts. Ah, okay. Diese automatischen Level finde ich ja ultra geil. Das ist so geil. Ah, cool. Finde ich saugeil. Disco Mario, so ungefähr. Das war sogar aus Deutschland, sehe ich gerade. Ach, Shy Guy. Es tut mir leid, Prinzessin Peach ist in einem anderen Fest umgebracht worden. War klar. Scheiße gelaufen. Hier seht ihr jetzt nochmal jeden, der die Level gemacht hat. Das ist immer ganz witzig. Vorzüglich folgt. Ist sonst nur starker Rauschen im Ton. Ja, daran kann ich leider nichts ändern. Das tut mir leid. Das liegt daran, dass ich mit dem alten Mikro hier aufnehme. Ich bräuchte ein anderes Mikro dafür. So, mir wird es gerade ein bisschen zu kalt. So, Level suchen. Baumeister suchen. Nö. Jetzt bauen wir mal ein Level. Level bauen. So, jetzt bauen wir mal ein Level. So, erst einmal löschen. Damit wir alles neu machen können. So, welches Mario? Wir haben bloß zwei Auswahl. Machen wir mal ein Wasserlevel, oder? Soll ich mal ein Wasserlevel machen?
ziemlich gemein, oder? Mister was? Warte mal kurz, ich muss mal kurz was holen. Wieder da. Kleinen Moment. Kann gleich weitergehen. Und zwar, ich habe so ein, ja, um nicht zu sagen Ständer für die Wii-Controller. Und da brauche ich ihn bloß reinstellen. So. Und das ist nämlich ein ganz schönes Stück besser zum Zocken. So. Zumindest wenn man jetzt im Bauen ist. Okay. Das ist mir fast ein bisschen zu gerade. Was drunter legen, dass es nicht ganz so schief ist, nicht ganz so gerade ist. So. Gut, jetzt wird wahrscheinlich das Ding gleich auseinanderfallen. Eigentlich braucht man hier jetzt gar kein Ding, ne? Man kann ja jetzt hier schwimmen. So, wartet mal. Meine Fresse, du Arschloch, kannst du dich nicht benehmen? Hast hier gar nichts verloren. So, wenn du dich nicht benehmen kannst. So. Blöds Ding weg hier. Gut. Also. Dann gehen wir mal hier. Man hat fast ein wenig zu viel Fläche, wenn ihr mich fragt. Was ist das da eigentlich für eine Markierung? Probiere ich mal was aus, das will ich jetzt wissen. Ah, okay, das habe ich mir jetzt gedacht. Das ist jetzt quasi eine Markierung. Was mich jetzt interessieren würde, kann ich jetzt hier quasi höher gehen? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Das ist natürlich blöd. Ich habe jetzt gedacht, dass ich quasi da hoch. Okay. Also das funktioniert so nicht. Was? Oh, was ist das? Oh, eine Lieferung ist eingetroffen. Hey, schön. Können wir gleich mal ein bisschen was freispielen? Spielen wir mal ein bisschen was frei. Bam.
beim Freispielen, dann schaue ich immer, dass ich alles erwische eigentlich. Jetzt kommt. Ah, siehst du? Runde, Runde, Runde. Bringt zwar eigentlich nichts. Was willst du denn bauen? Irgendein Unterwasserlevel. Ich habe mir noch keinen genauen Plan gemacht. Vielleicht ein Unterwasserschiff irgendwie oder U-Boot oder sowas. So. Und hier hoch. Oh, das ist hier, hätte ich fast nicht gesehen. Moin Bowser und tschüss Bowser. Lavabad. So, irgendwas haben wir gekriegt. Also aufgepasst. Was haben wir denn gekriegt? Ah, neue Items. Ja, wir machen. Anders als wäre es in Mario nicht wirklich ungewöhnlich. Egal. Hammerbruder, habe ich mir schon gedacht. Hey, da könnten wir auch ein paar setzen. Was ist denn das? Lol. Weg damit. Mario ist tot, nein, Mario ist tot, nein! Kann ich den nicht einfach so hinsetzen? Okay, offenbar nicht. Ja, wo ist überhaupt das Level? Ende. Du kannst nun die Bewegungsspuren von Mario anzeigen lassen. Ah! Interessant. Also ist schon ganz oben. Okay. Also bin ich schon. Kann er durch, oder? Ne, der kann er nicht durch. Okay. Das ist gut. Halt. Halt, das geht das so nicht. Kleines Labyrinth machen. So, was hätten wir mal hier? Machen wir das so. Bald wird. Ah, Mario Bros. 3 wird bald geliefert. Cool. So, da kommt man durch. Da fragen mich immer alle, warum ich immer ein Low-Level anhabe. Was ist denn, Hater? Habt ihr plötzlich Mauljucken, weil ich jetzt plötzlich mal wegen einem besseren Stream abliefern kann? So. Okay. Thank you.
So, hier machen wir eine kleine Falle rein. Und zwar. Kommen hier. Nee, warte mal. Manchas. Ich überlege gerade, weil jetzt mal Wasserviecher. Das Blöde ist, dass die Viecher hier komplett durchrennen können, ne? Das Viech kann da durchschwimmen, genau. Finde ich ein bisschen gemein, ehrlich gesagt. Okay, pass auf, dann machen wir hier einen Dropper rein. Wartet mal, kann ich das Ding... Ah, sehr schön. Halt, darüber nicht. Das schwimmt in die Richtung. Ey, cool, der kann man auch ändern, ist ja geil. So. So, das ist eine kleine Falle. Aber sind wir nicht ganz so gemein, oder? Oder sind wir gemein? Wie macht man das denn eigentlich? Boah, sind wir gemein und packen eine Pause dahin? Das wäre voll fies, ne? Nee, wartet mal, ganz gemein sind wir dann doch nicht. Warum eigentlich nicht? Wie verhält sich das Viech da eigentlich? Läuft es da immer hin und her, oder? Okay, das fällt runter. Kann man das Ding irgendwie switchen? Dass es da oben bleibt? Ach so. Ach so, warte, das ist jetzt das So-Teil, oder? Ja, das ist so ein Helm quasi. Hä? Jetzt kann ich es nicht mehr switchen. Will ich mich verarschen? Halt! Stopp, du Viech! Manche Sachen kann man switchen, manche nicht. Finde ich auch ein wenig komisch. Gezeigt kriegt. Eigentlich könnten wir voll gemein sein. Das ist voll gemein, das Level. Irgendwie ist es auch noch voll leblos. Da machen wir ein Ding hin. Da gab es bloß Pilze, ne? Halt. Quatsch. Ach Quatsch, da gab es nur Pilze, so ein Blödsinn. Da ist doch die Feuerblume. Hat es jetzt hingehauen? Mit ausprobiert. Ach so, die roten Fische schwimmen hin und her. Mal kurz gucken. Ja, Hilfe. Ich bin mit dem Labyrinth auch mal nicht fertig. Also nicht, dass ich jetzt denke, ja, ist ja voll einfach. Okay. Gut. Du kannst mir den Laufweg anzeigen. So. Ja.
Da kommt noch ein Ding rein. Wie verhält sich das jetzt eigentlich? Ist es einfach random irgendein Teil? Einfach mal Captain Sleepy genommen, lol. Das heißt, Captain Sleepy ist es ja gar nicht. So, boah, mir noch viel Ozean hier. Eigentlich kann mir hier voll gemein sein. Schießt ihr hier durch? Wartet mal. Habe ich eigentlich Bullet Bills? Nein, natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Wo ist die Ding hin? So. Okay, da kommt es natürlich. Ja, hinten. Kruzi Klödel. So, ja, auch egal. Da kommt dann noch so ein Viech rein. Einfach sinnfrei. Hä? Ach so, warte, da muss man Dinger dazu machen, ne? Und Flügel. Glaube ich, muss man machen, dass es unter Wasser funktioniert. Ach, die schmeißen automatisch Bullet Bills, wenn man nichts macht, okay. Ah, okay, dann verstehe ich das. Ich dachte, da muss man Bullet Bills extra einstellen. Ob das geht? Das wäre vor. So, wo ist das, der Bullet Bill? Ich sag der Bullet Bill. So. Und für die etwas Entdeckungsfreudigen. Machen wir hier oben. Noch ein Pilz, Hilfe, Pilz. Ein paar Leben rein. Ganz hinten ein Stern. Kann man nie. Ein Stern, kann man nie genug haben. Und eine kleine Falle. So, wenn man jetzt quasi zuerst gegen den hier schwimmt. Wenn man das Problem hat. So, das ist der Stern. Dann muss man warten, bis er runterkommt. Und dann kann man quasi mit dem Stern hier ohne Probleme hin. So, und dann geht's hier weiter. So. Jetzt müssen wir hier noch ein paar Fische sollten wir noch ab und zu platzieren. Kann man die auch da reinpacken? Aha. Dann hier noch mal so ein kleines Ding, damit man hier auch einmal hin muss. Und hier random einen Hammerbruder unter Wasser hinpacken. Und was war das andere jetzt?
wolltet. Achso, ich wollte dann eine Falle hinmachen. Was passiert eigentlich, wenn man da. Achso, das passiert automatisch alle dann, okay. Okay, achso. Okay, das stimmt, das ist ja so. Der Hammerbruder da drüben macht auch. Ja, ist ja okay. So, dann machen wir hier. Geht das? Nee, funktioniert nicht. Was passiert jetzt, Zeller? Stürzt die ab? Nee, die fliegt jetzt quasi auf und ab. Okay, das ist das Übliche. Okay, dann machen wir hier auch noch eine hin. Halt! Eigentlich wollte ich die nach unten machen. Scheint aber nicht zu funktionieren. Geht das? Jo, das scheint zu gehen. Das war keine Absicht, aber das ist okay. Okay, die geht unter. So. Dann machen wir mal hier das Ding weiter. Hier noch welche hin. So. Und dann machen wir hier noch ganz fies. Warte, geht es? Es geht nicht, ne? Okay, das geht schon. So, ganz fies. Hier. So. Ja, und da holen wir die Dinger rein. So. Das ist der Chat natürlich wieder brutal ruhig, ne? Ist echt schade, dass man das anders nicht machen kann. Und das ist aber auch nur, wenn man klein ist quasi. Aber man macht hier quasi mal. Mach mal einen Pilz rein. Genau. Mach mal einen Pilz rein und eine Mancha-Pflanze obendrauf. Dann kann man quasi hergehen. Ach, wartet mal. Das mache ich jetzt für mich mal schnell. Dann kann man quasi, wenn man groß ist, kriegt man den Pilz. Dann kann man sich quasi von der den klein machen lassen. Ist ja so klar. Naja, weißt du, was ich meine? Dann kann man dann quasi da durchschwimmen, sich die holen, und wenn man dann wieder außen ist, killt man die. So. Mit dem Pilz habe ich auch noch was vor. Und zwar. Jetzt habe ich eine Lieferung schon wieder. Nein! Jetzt wollte ich gerade loslegen. Na gut. Oh. Das ist blöd mit dem Mikro hier.
Na gut. Ein Kriegsschiff. Nein. Das ist ja mein Lieblingszelt, das ist ja mein Lieblings-Mario, falls es jemand weiß. Das weiß aber noch gar keiner von euch. Man kriegt also jetzt wahrscheinlich dann die Brenner. Wie ich das sehe, kriegt man die Brenner. Man kriegt die... Man kriegt wahrscheinlich die Brenner, man kriegt die... die Kugeln, vermute ich mal. Natürlich auch das Mario 3 Design. Das ist mit das geilste... Hilfe! Bam! Voll durch! Oh yeah! Das geilste Mario, das es hier gegeben hat. Jetzt haben wir auch direkt das Mario 3 Theme. Sieht auch irgendwie lustig aus. Ach, da gab es gar keine. Ach, anstatt die. Ah, das ist ja geil. Anstatt diese Sterne. Warum ist da ein Pilz mitten in der Luft? Hä? Hä, wieso habe ich da einen Pilz mitten? Hä? Willst du mich verarschen? Ah ja. So, das ist ein Wasserlevel und... So, plus 1. Ich hab da einfach mal einen Pilz in der Luft stehen. Willst du mich verarschen? Du kannst nun auch die Zeit... Ah, ich kann nun auch die Zeit beeinflussen, okay. Okay. Das ist gut. Genau, da war ich. So. Dann schon quasi hier der Pilz die ganze Zeit auf und ab. Dann kann man sich quasi hier den Pilz holen. Bam. Wo kommt jetzt der Pilz her? Das ist nicht verarsche Spiel. Hä? Den habe ich doch weggemacht, dachte ich. Das war doch der Pilz, den ich gerade da unten hingesetzt habe. Also manchmal, ne? Da verstehe ich die Welt nicht mehr. So. Was haben wir jetzt alles? Ah, was ist das? Okay. Das ist bloß eine Standleitung quasi. Ach, das sind die Wolken. Jetzt verstehe ich das. Das sind diese Wolkenblöcke. Boah, das ist gemein. Das ist gemein. Pass mal auf, wenn man das nicht weiß, denkt man sich, hä, wie komme ich da rein? Aber in Wirklichkeit braucht man bloß dagegen laufen. Das ist geil. Nach oben. Da. Geht es überhaupt unter Wasser? Und wie das Ding einfach mal in der Luft hängt. Heiße Sache. Mache ich auch mal hier weg. Wobei eigentlich gar nicht mal so verkehrt die Idee, ne? Das sieht schon schön aus wie so ein... Achso, das kann man verlängern.
Das sieht so schön aus wie so eine Brücke, irgendwie wie so, wie so ein Steg. So, jetzt muss ich mir noch irgendwas überlegen gerade. Warte mal, kann man das jetzt so wie es ist komplett zurückziehen? Natürlich nicht. Wäre praktisch, wenn ich das ganze Level jetzt einfach mal ein bisschen kürzer machen würde, weil sonst hätten wir jetzt hier ewig lange Leere drinnen. Wir können es auch was so machen, dass es so eine Art Belohnung ist. Genau, so machen wir das. Und da kommt nämlich nochmal so eine Wolke rein. Dann kann man nämlich nur von unten durchschwimmen. Aber quasi nicht von oben runter. So, und da machen wir jetzt auch noch... Ich will nicht zu gemein sein. Machen wir mal. Da machen wir auch einen Fisch hin. So, der schießt quasi da durch. Dann muss man quasi versuchen, also durchzukommen, ohne Schaden zu nehmen. In dem Allgemeinen kommt man quasi da auch nur durch. Da sind die Fische natürlich schon weg. Da kommt man nur durch, wenn man quasi wartet. Wenn man quasi wartet oder schneller ist wie der Fisch da. Da muss man quasi warten, bis er durch ist. Genau. Und da kommt man so nicht durch. Das heißt, man muss hier so. Damn. Genau. Sehr schön. Da wollte ich noch irgendwas reinpacken. Was rein? Das wäre voll gemein. Irgendwie bin ich fies. Habe ich so das Gefühl. Man schaut mit Feuer rein. So, sehr schön. Wisst ihr was, das machen wir doppelt. Ja, Super Mario World kommt als nächstes. Sehr gut. Hä, sind das jetzt zwei oder was? So. Da kommen auch Manchas rein. Rein. So, und hier setzen wir noch eine Mannschaft mit Flügeln hin. So, wie verhält sich die jetzt? Die stürzt ab. Willst du mich verarschen? Wieso stürzt die ab?
Ach so, die kann nur springen quasi und kurz fliegen. Okay. Dann kurz gucken. Muss ich mal kurz schauen, ob das überhaupt so weit funktioniert. Ich meine, das erkennen wir ja schon. Okay, wartet mal. Das ist doch auch kein Problem. So, schauen wir mal, ob es funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, nach oben. Leben. Also der Stand weg. So, hier kann man durch, aber da ist der Hammer, Bruder. Ah, da ist die fliegende Mannschaft. So, nach oben. Da kommt der Blooper raus, verdammt. Bin ganz verplant. So, dann geht's hier weiter. Da kommen Manchas. Da unten kein Hedgehog. So, jetzt haben wir hier unten. Ah, seht ihr, da geht's schon mal zum Beispiel nicht weiter. Das ist doch auch blöd. Was mach ich? Was zur Hölle soll das? So, jetzt kann man da auch als Großer. Hier ist die Falle, da denkt man sich, da geht's weiter. Ja. Dabei kommen da oben lauter Bloopers. Die heißen doch Bloopers, oder? Hey, wieso kommt der nur aus einem? Soll der denn aus beiden rauskommen eigentlich? Boah, jetzt bin ich richtig fies. So. So. Wo ist jetzt? Hä? Hä? Ist jetzt hier ein Riesenloch? Ach so, wenn man rüber... Ach, okay. Ja, aber das haut ja nicht hin. Das soll's ja nicht. Das soll ja quasi hier noch den Spann... Jetzt muss ich das wieder nachmachen. Ich will kein Powerblock. Nein, stopp, falsch. Das da will ich. Und dazu brauche ich das da. Du gehst weg. Da kaufe ich mir jetzt noch eine Münze reindrücken. Aber das bringt mir ja wieder nichts. Also manchmal, ne? Stelle ich hier an. Die meisten von euch werden sich wahrscheinlich schon die Hand am Kopf halten und denken, du Vollidiot. Irgendwie ist es mir hier zu leer. Was passiert eigentlich? Und jetzt da an Ding drauf. Oh.
Ja, Spike-Levels sind gemein, ich weiß. So. Das ist eine Hardcore-Pflanze, die... einfach random da mal hingesetzt. Ach, Mann. So. Mal kurz gucken, ob wir irgendwas malen können. So dazu. Ja, ich bin im Malen extrem schlecht, ich weiß. Das wäre ja quasi so. Ja, wer hat's gedacht? Ich versuche das Ding nachzumachen. Ich bin aber zu schlecht dafür wie üblich. Ach, nicht schon wieder. Okay, ich bin definitiv gerade zu viel am Zocken. Nervig. Spukhaus. Was? Ach so, ein Spuk. Nein, kein Spukhaus. Ach nö. Ich mag keine Spukhäuser. Die sind immer so gemein zu mir. Halt, da hoch. Blöden Spukhäuser. Ah, da kriegt man auch den Speedswitch anscheinend. Nein! Boah. Ich dachte, ich falle jetzt gleich runter. Eigentlich darüber sprechen. Das ist ja klar. Spukhäuser ist halt echt mit das Mieseste, was man machen kann. Spukhäuser zu machen sind echt mit die miesesten Aktionen, ey. Das ist so eine Sache, die ich überhaupt nicht ausstehen kann. Komme ich jetzt nicht hoch oder was? Was willst du mir damit sagen? Hä? Kann ich nicht fliegen? Hä? Konnte ich meine Flügel mit dem Drehsprung auf die Geister drauf jumpen? Hilfe! Nein! Nein! Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich verrecke bei so einer Mission? Das ist mir noch nie passiert. Achso, ich muss einfach... Okay. Na gut. Nö, in die Richtung. So, mitnehmen. Attacke der Schweinebacke. Nein! Nein! Ich bin echt ein Hohlkopf. Attacke der Schweinebacke.
So. Das war irgendwie vorhersehbar. So. Oh, bitte. Ah, nein! Oh. Ich hab schon gedacht, er macht diese Viecher. Diese verdammten Zauberviecher. Ja, ich bin kein sonderlicher Jump'n'Run-Fan, ich weiß. So, probier doch mal diese Verwandlungs-Item aus. Verwandlungs-Item? Was? Hä? Hey? Das ist eine Tür. Sieht zumindest nach einer Tür aus. Boah, ist das gemein! Boah, ist das gemein! Das wäre natürlich ultra fies. Das wäre natürlich ultra fies. Aber wer fällt da schon drauf rein? Das ist natürlich ultra fies. Das ist richtig gemein. Jetzt, das stimmt, jetzt denkt einer, oh, cool. Dann geht in die Tür da oben rein und verreckt. Oder geht hier rein. Juhu, gewonnen. Boah, ist das fies, ey. Ist das fies oder was? Andererseits... natürlich auch gemein jetzt, ne? Geht es eigentlich, wenn ich jetzt da am Stand reinpack? Ja, das geht, aber das haut mich zu weit nach unten. Weißt du was? Das machen wir dahin. Kommt quasi einer her? Denkt sich, oh, ah, ein Stern. Holt sich den Stern, geht da rein, dann passiert ihm ja nichts. Cool, kann wieder rausgehen. Doch nicht. So. Ja, ich bin schon ein kleiner Sadist. So. Oh, da fällt mir ein. Da machen wir auch eins hin. Wenn man da ist, quasi, dass man dann mal raus kann. Halt, du sollst nicht weitermachen. So. Haben. Boah, jetzt könnte ich so fies sein, ey. Jetzt könnte ich ja noch voll die unsichtbaren Viecher hinpacken und so weiter. Okay, pass auf, ich mache jetzt mal was ganz Besonderes. Halt, das machen wir anders. Und zwar, wir nehmen einen unsichtbaren. Den packen wir genau dahin. Halt, dahin. Und da kommt jetzt ein Verwandlungsein. Jetzt würde ich nur noch gerne wissen, ob man das irgendwie differenzieren kann. Was? Was zur Hölle? Ich bin... mich verarschen! Ist das immer das gleiche eigentlich? Nee, jetzt bin ich ja scheigeil. Okay, das scheint noch voll random zu sein, was man da wird. Das kriegt man bestimmt aber später auch noch irgendwann. So, sieht zum Großen und Ganzen eigentlich ganz gut aus, das Level. Ein paar Kleinigkeiten könnte man vielleicht noch ändern.
fast schon so. Ach ja. Das wäre auch zu fies eigentlich. Wartet mal. Was würde passieren, wenn man das jetzt da so macht? Man kommt dann einmal hoch. Ja. Man könnte eines der beiden löschen, ne? Dann hätte man quasi noch eine kleine Warnung, wenn man da hoch will. Ich habe leider noch keine Pause-Menüs-Funktionen. Ich überlege gerade. Willst du mich verarschen? Nein. Ich wollte es speichern, Alter. Warum hat er das nicht gespeichert? Der hat es geladen. Nein. Das ist meine ganze Arbeit für die Katze gewesen. Ach Leute, was gibt's denn? Das ist meine ganze Arbeit, das ist unfair. Der will mich doch verarschen, oder? Ach Mann, Alter, ist das gemein. Ich wollte das speichern, jetzt hat er das geladen. Ich hab gedacht, es steht überschreiben. Dabei stand da ursprünglich. Kann man nicht dein Ernst sein, Mann. Mein Kaiso-Level. Mach mal Kaiso-Level, ich bin jetzt sauer. So. Kaiser Level draus jetzt. Was ist das? Ah, okay. Jetzt bin ich sauer. Ich mache jetzt ein Kaiser Level draus. Okay, es funktioniert. Das sollte man ja eigentlich schaffen. Muss man nur im richtigen Timing schaffen.
gereizte Pilzwahnsinn. Wie verhält sich das? Kann man runterfallen. Okay, dann machen wir das ganz gemein. Halt! Schampen die bis da hoch? Ja. Sehr gut, da muss man aufpassen. Bald wird was geliefert, alles klar. So. Und dann machen wir das so. Und da einen einzelnen Block. Okay. Ich wünschte, ich hätte Yoshi-Eier. Vor allem, das sollen Gumbas sein. Also diese Teile hier. Ich dachte immer, das sollen Tomaten sein. Ich hab die nie als Gumbas erkannt irgendwie. Voll komisch. Und ich weiß, ich unterhalte euch gar nicht so gut. Ich kann ja nachher nochmal Splatoon oder so zocken. Boah, jetzt bin ich richtig gemein. Ach, der killt einen von vornherein, oder was? Hä? Und wie macht man jetzt da eine Linie, wo der hinfährt? Ich meine, einfach draufstellen bringt aber auch nichts. Alter, jetzt jumpt er mir einfach über den Haufen, mal. Okay, es geht nicht. So, da und da. Den einen kommt direkt eine rein und dem anderen.
Machen wir mal einen Pilz rein. So. Oh, ich hab voll den Hunger, ey. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber mein Magen hat gerade voll geknurrt, ey. So. Demnach müssten wir hier jetzt quasi auch im obersten Punkt sein. Oh Mann, ey. Das ist aber auch mal nervig. Oh Mann, da war ein Pilz. Ja. Habe ich ganz vergessen. Wartet, stellen wir dann der oder das dahin. Da kommt einfach ein Ding rein. Das ist auch gemein. Kann man eigentlich, das wäre jetzt mal eine interessante These, kann man eigentlich in so ein Teil, ach nee, dann wird es bloß am, ah okay, oh ist das gemein, oh ist das gemein, kommt da plötzlich das Ding raus, nein. Das ist dumme Gefühl, Pause ist tot. Bin gespannt, wann man Yoshi bekommt. Die laufen doch im Kreis, ey, ey, Mann, was für ein Scheiß, ey, das kann doch nicht sein. Denn das ist gemein, Alter. Ich meine, vom Kaiso-Level ist es natürlich weit entfernt, das ist mir auch klar. Hauptsache, da ist eine Blume. Lol. Das geht's nicht. Der jetzt mitten in der Luft schwebt. Hä? Okay. Gemein, das ist richtig gemein. Aber für die Viecher. Das ist doch auch mal richtig gemein. Und ich check noch nicht einmal, was hier überhaupt abgeht. Na gut, fahren wir mal. Gehen wir mal ganz nach vorne und schauen. Natürlich kann ich da auch direkt drüber, ist natürlich auch nicht verkehrt. Und ich schaue mich jetzt um. Wo geht's denn hier nochmal hin? Ach, das war ja der Tod. Ups. Dann vergiss meine eigenen Fallen schon. Natürlich auch von Vorteil. Aber das geht ja alles auch noch. Und das muss dann auch nicht sein. Und ich werde hier gleich. Ich schaue mich um und da läuft noch was rum. Habe ich da Lücke gelassen? Okay. Gut zu wissen. Das ist doch auch gut. Und ich habe Hunger. Und das ist echt schlimm. Und ich weiß nicht wohin. Ach da, ja. Alle ab. Das ist doch auch noch nicht mal schlecht. Und ich habe gewonnen. Und das ist viel zu leicht. Das ist viel zu leicht. Da muss ich nochmal dran, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss da nochmal ran. Ach, wisst ihr was?
speichern wir jetzt. Ich mache jetzt mal Schluss. Werden haben Essen. Speichern, definitiv speichern diesmal. Oh, ist das ärgerlich. Möp. Das ist ärgerlich, ey. Ärgert mich jetzt schon brutal. Na gut. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich werde voraussichtlich heute Abend schon nochmal streamen. Also genau wann. Aber eigentlich habe ich es schon nochmal vor. Aber ich werde erst einmal. Wahrscheinlich wird es auch so 22 Uhr werden, denke ich. Kommt jetzt drauf an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und seid beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Haut rein und tschö tschö. Achso, sollte ich nicht streamen, werde ich auf jeden Fall auf Twitter Bescheid geben. Falls sich dann doch was anderes ergibt, weil vielleicht gehe ich auch mit Kumpels weg, aber...